Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 1. Wir sind hier jetzt gerade vor so einem Wolfsrudel und werden das erstmal abfarmen, ja? Schön sahnige Erfahrungen sammeln. Bis wir dann auch zum Troll gehen. Das ist nämlich das Ziel Nummer 1. Nämlich die Troll-Trophäe kriegen, um dann endlich den Ulumulu zu machen. Wir wissen noch nicht genau, wo ein Troll sein soll, aber er soll ziemlich weit im Norden sein, in den Bergen. Und das ist eigentlich schon eine gute Information, wo man eigentlich schon drauf bauen kann, ja? So, das sollte auch eigentlich reichen als Information. So, heißt jetzt, wir speichern. Wir nehmen Bewegungstrank ein. Und rennen. Los geht's. So, das heißt, wir müssen. Ne, wir müssen so lang. Wenn ich mich nicht irre. Ja, doch, müsste so sein. Vielleicht sehen wir jetzt gleich noch einen Schattenläufer. Hahaha, das wäre. Wäre nicht schlecht eigentlich, von der Erfahrung. Trophäen. Die sind willkommen. Waren die hier schon mal? Ja, ich glaube, hier war so eine kleine Wolfshöhle, ne? Gehen wir mal hier hoch. Ah, da ist das alte Lager. Ja. Gut, müssen wir hier hin. Und dann da lang. So, aber wie kriegen wir jetzt die schwere Rüstung? Sag mal, hallo, bewege ich mich hier im Kreis? Also fast, ne? Gut, jetzt aber. Also, wie kriegen wir die schwere Söldnerrüstung? Denn Lee war ja auf diesem, ja, auf dieser Brücke war er gar nicht da. Der hat sich ja durch das Kapitel verschoben. Aber ja, aber halt nicht da, wo er sein sollte, wo er stehen sollte. Da war er schon, aber jetzt hat er sich irgendwie nochmal verschoben. Also ganz komisch. Und müssen ihn jetzt irgendwie nochmal finden. Der wollte uns ja nicht die schwere Söldnerrüstung verkaufen. Jetzt denke ich mal, sind wir schon mächtig genug, um die abzukaufen. Ey, wir sind Wassermagier, ja? Wir haben schon den Söldnerrang, haben wir so gesehen, überholt. Und wir haben noch nicht mal die schwere Söldnerrüstung. Also das ist schon seltsam. Aber jetzt muss ich gerade voll an Fußball denken, ne? So mitten im Gespräch. Ach, ich fand's ja so geil. Ich habe gerade gedacht, warum ich nicht das Spiel Island gegen England gesehen habe. Ah, ich hab's den Isländern so krass gegönnt. So krass gegönnt. Ja gut, warte. Also, erstmal den Satz zu Ende bringen. Also, Lee, schwere Söldnerrüstung. Haben wir noch nicht bekommen, müssen wir noch kaufen. Dann noch Zweihänder erlernen. Müssen wir auch noch bei Lee machen. Lee ist aber immer noch irgendwie fort. Ja. Oh, das ist eine Höhle vom Schattenläufer. Alter. Davor habe ich Respekt. Aber ich springe einfach rein. I don't give a fuck, Bro. Bam. Fertig. Oder ist so ein kleiner Durchgang oder so, ne? Stell dir vor, du bist da besser reingefallen, ey. So als Low Level. Ja, wäre vorbei mit dir. Das war's? Nix weiter? Schade. Wie die einfach einen Schattenläufer reinstellen, ne?
ganz kriminell, du. Das gibt's nicht. Ja, zwei Hände erlernen bei Lee. Das muss auch noch. Kleine Wolfshöhle hier anscheinend. Ja, aber EM war ja echt... Die EM ist echt für ein paar Überraschungen. Also ich finde... Es waren ziemlich viele kleine Länder, kleine Nationen in der EM drin. Generell. So große waren, sind dann halt auch schnell rausgekickt worden. Niederlande war gar nicht qualifiziert worden für die EM. Russland ist auch früh rausgegangen. Ukraine auch. Was ist denn mit den Kroaten? Die Kroaten sind jetzt auch schon raus, ne? Aber was waren da jetzt? Also Belgien gegen Ungarn oder so müssten noch spielen oder haben gespielt. Und kommen ins Viertelfinale. Einer von denen. Oder spielen die heute? Ich weiß es nicht. Oh, hier sieht es auf jeden Fall richtig aus. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Troll ist. Wobei, waren wir nicht hier schon? Verdammt. Das kann sein. What the fuck? Hat der mich erschrocken? Was macht denn ein Bandit hier? Oder rennt einfach von mir weg? Warum? Was habe ich dir getan? Was zum Henker ist hier denn? Ach, ein Räuber. Okay, dann schlachte ich dich ab, Alter. Alter, rennst du wirklich vor mir weg? Denkt auch, ey. Alter, ein Feuermagier. Ich glaub's nicht. Muss ich die jetzt alle wie die Fische töten, oder was? Wehrt euch doch wenigstens. Ja, okay. Hier werde ich zwar keinen Troll finden. Aber... Hier werde ich ein neues Lager finden. Quentin? Wer ist Quentin, Alter? Tarantino! Warum kann ich mit euch nicht reden? Oder konnte ich mit denen reden? Alter, sie rennen einfach alle weg. Ein Kampf. Ein Kampf. Oh, ist das denn ernst, ey? Bleibt mal alle stehen. Kostenlose Erfahrung. Zack, okay. Gut, hätten wir das auch? Oh Mann, das war leicht. Das war zu leicht. Aber wir hätten diesen Ort auch schon früher finden müssen. An sich. Aber da wäre er uns wiederum zu schwer gewesen. Wenn wir jetzt den Ort gefunden hätten, wo wir mit Diego hier waren. Ja, wobei, wenn Diego uns geholfen hätte, hätten wir es vielleicht geschafft. Aber die hätten uns alle so mit dem Bogen vernichtet, habe ich das Gefühl. Das wär zu heavy gewesen. So, okay. Dann looten wir mal den Rest auch noch von der Mannschaft. Und schauen uns hier noch die Höhle an. Da ein bis zwei sind entkommen. Ja. Wem die jetzt berichten werden, weiß ich nicht. Ich habe deren Boss getötet. Und das neue Lager ist mir gut gesinnt. Ja, sind ja auch Räuber, keine Banditen. Banditen sind die coolen, ja. Deswegen haben wir nichts zu befürchten. Die finden wir bestimmt auch noch gleich irgendwo. Schön. Das ist wieder so eine Höhle, wo ich mir denke, why? Just why? Da hätten doch wunderbar Banditen eine Truhe hinstellen können. Räuber, ja, es sind Räuber. Sie gehen auf Raubzug. Und sie haben keine einzige Truhe hier stehen. Was macht ihr denn hier? Ganze Zeit nur Ferkelbraten am Lagerfeuer, oder was? Mann, 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 Mann. Warum nennt man euch Räuber? Da ist noch einer. Den jage ich jetzt mit der Axt. Komm her.
Ah, doch, mit der Armbrust ist besser. Einer steht da noch oben, ganz geschmeidig. Du bist wirklich lebensmüde, vor Zeugen jemanden halt zu machen. Was, Alter, vor Zeugen? Ihr seid Räuber. Ihr seid noch nicht mehr NPCs, mit denen man reden könnte. So, perfekt. So, wo ist der letzte? Dich hole ich mir auch noch. Ich komme dich holen. Oh, ein neuer Troll. Ja, wie geil ist das denn? Krass. Okay, das konnte man nicht wissen, dass hier nochmal ein neuer Troll spawnt. Obwohl wir die Quest schon gemacht haben. Gut. Das ist natürlich perfekt. Wir hauen mal Golem beschwören erstmal raus. Monster schrumpfen. Alter, der 1000 Erz gekostet. Schluck nochmal Mana-Trank. 1000 Erz hat diese verdammte Schriftrolle gekostet. Das muss sich jetzt auch lohnen. Wir sehen ihn doch an. Wieso kann ich dich nicht schrumpfen? Alles klar, der tötet uns gleich. Genüsslich. Wahrscheinlich sogar One-Hit oder Two-Hit. Ach, Alter, ich verstehe das Spiel nicht. Warum konnte ich denn gerade nicht anvisieren? Verdammt. Jetzt fehlt uns wieder Mana. So, gut. Hä, aber wenn wir im Kampf waren, dann ging das, oder wie? Gut, dann müssen wir vielleicht nochmal Monster beschwören. Ah, warte, warte, warte. Jetzt warnt er uns vor. Aber dann wird es zu spät sein. Mein Freund. Hi. Tschüss. 2000er Mal. Trollhauer, genau. Trollhauer brauchen wir. So, jetzt können wir zu den Wassermagiern. So, gibt es hier vielleicht noch was Tolles zu sagen? Magie zu Ehren. Oh, wir müssen nochmal wegen unserem. Warte mal, Saturas. Sagen wir dir einfach mal Hallo hier. Magie. Ich möchte. Es ist noch. Alles klar. Hat nichts zu melden. Hohe Robe kriegen wir auch noch nicht. Wegen unserer Rüstung müssen wir nochmal schauen, ja? Alter, der hat sich ja fast selbst in die Luft gesprengt. Das sah cool aus. So. Das passiert mir nicht nochmal. Dann werden wir uns mal dem Ganzen hier wenden. Nicht besonders schlau. Kronos, Kronos? Nee. Solange ich damit nichts zu tun habe. Genau, Wolf. Zu Wolf müssen wir. Ja, so war das. Wir müssen mal eben Wolf finden, der ist da, genau, der ist hier. Und Lee auch nochmal, ich find's schon interessant, wobei, warte mal. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Wir kriegen aber noch eine ganze. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Ich bekomme das schon hin. Toller Dude, okay. Gut, alles klar. Dann hat sich das auch. Genau, wir müssen in die freie Mine. So war das. Und die, oh, scheiß auf die schwere Rüstung, aber wir brauchen mal
Wir brauchen Zweihänder, müssen wir lernen. Das finde ich schon wichtig. Dass wir das wenigstens können. Bloß wo ist Lee? Ja, der fehlt jetzt wieder. Auf dem Damm ist er nicht. Würde mich jetzt wundern, wenn er das ist. Ne. Er ist einfach nicht da. Vielleicht stackt er auch in der Hütte oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das muss man mal verstehen. Also normalerweise müsste er auf dem Damm sein, aber das tut er nicht. Gehen wir nochmal in seine Hütte. Vielleicht ist er dort jetzt mittlerweile wieder. Weil wir ihn schon mal angesprochen haben auf dem Damm. Das glaube ich aber nicht, ey. Oder bei den sonstigen Söldnern. Was ist denn hier? So, Söldner, Söldner. Alle unbedeutend. Zack, 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 zack. Okay, das sind sie auch nicht. Das ist Oryk. Der bewacht gar nicht mehr Lee. Das Lee! Hey! Wieder in seiner Hütte. Sehr geil. Hallo. Servus. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Oh, was? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Geil. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Was? Okay. Zweihänder lernen erstmal. Ich möchte den Umgang mit Zweihändern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Oh, haben wir noch 40 Lernpunkte? Ich möchte mehr über den Haben wir nicht. Wie viel fehlt? Alter, noch 19 Punkte. Das heißt, wir müssen erstmal 2 Stufen aufsteigen. Krasse Sache. Aber wir können ja schon mal jetzt 2 Handwaffen ausrüsten. Dann nehmen wir gleich mal den stärksten hier, nämlich die Kriegerstimme. 26 Stärkepunkte fehlen uns. Okay, das Funktionunkel, das ist gut. 69 Schaden? Das ist voll wenig. Okay, besser als der Knochenbrecher, 54. 15 Schaden mehr, das ist gut, okay. Okay. Ja, okay, sehr langsam schlagen wir. Na gut. Und was für eine Zauberrune haben wir jetzt bekommen? Warte mal, hat Kronos noch Erz? Dann könnten wir das jetzt erstmal verkaufen, das Ganze. Kronos, wir brauchen Erz. Magie zu. Nein, kein Mana mehr. So, was hat er? Der hat nix, der hat nix, der hat gar nichts. Außer viele Runen. Alter Falter. Gut. Kann ich da mal vorbei? Dann gehen wir mal jetzt in die Mine. So. Bewegungstrag. Wieder rein. Und Abfahrt. Sprechen wir mal mit dem tollen Ork. Wegen dem Ulumulu. Und gucken. Ja, dann müssen wir ins Orktal. Dann können wir uns wieder zu Xalas hin teleportieren. Und könnten dann, ja, ins Orktal. Nachdem wir bei Xalas waren. Warte mal, hier oben waren wir noch nicht. Das können wir jetzt mal machen. Zack. Vielleicht ist hier sogar noch was.
Hier hoch? Nee, ganz knapp nicht. Wozu haben die dann diese Anhöhe gemacht? Verstehe ich nicht. So, okay. Na, ist hier was? Ja, vielleicht ist hier noch was. Nee, sieht nicht so aus. Unfruchtbares Land, weit und breit. Schlecht. Okay. So, dann mal weiter. Hätten wir das auch geklärt. Wir haben schon ziemlich viel erkundet von der Gothic-Welt. Also sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Trollspot gibt, außer da, wo wir waren. Vielleicht war es auch der einzige Platz. Ich wüsste auch nicht, wo noch. Denn an sich haben wir die Karte schon ziemlich gut abgedeckt. Bei den wichtigsten Stellen waren wir schon, außer jetzt bei dem Ork-Teil noch. Und jetzt die Festung von Gommis, da waren wir ja auch schon im dritten, ganz klar. Da haben wir mit ein paar NPCs geschnackt. Aber die müssen wir wahrscheinlich auch noch, da müssen wir bestimmt auch noch irgendwas machen, ja. Dass wir, Gommis ist bestimmt noch ein Dorn im Auge. Da müssen wir mal gucken. So, die Frage ist auch, wie wir jetzt unsere zukünftigen Lernpunkte verteilen. Also jetzt erstmal auf... Oh Gott, da ist Gorn. Hallo, ich spreche ihn gar nicht erst an. So, war der Ork... Oh Gott, er geht mit rein. Warum? Bleib draußen. Du Witzbold. So, ja, hier kommt man auch dahin, genau. Oh, cool. Diesmal hat es geklappt. Da müsste er sein. Wow, okay. Wegen dem Bewegungstrakt ein bisschen zu weit gesprungen. So, ich bin gespannt. Mal gucken. Ich habe alle Teile für das Ulu Level up. Super, okay. Fremder ist ein starker Krieger. Sehr wichtig. Eben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Okay, er will wohl hier bleiben. Alles klar. Was? Ich wollte gar nichts mehr von dem. Ich danke dir. Fremder haben. Ja. Danke hast du noch nicht gesagt. Sehr gut. Jetzt hast du es getan. Okay. Wir rennen nicht mehr. So. Dann mal gucken wir mal, was wir für eine Rune bekommen haben. Da ist irgendwas Auffälliges. Feuerball, Feuersturm. Zweimal Feuersturm. Vielleicht haben wir eine Feuersturm-Rune bekommen. Ja, was heißt das, ja? Dass wir eine Rune von Lee bekommen haben. Dass wir jetzt zukünftig auf Magie gehen sollen? Warte, Teleport zum Dämonenbeschwörer? Nee. Okay, keine neue Teleport-Rune bekommen. So, okay. Genau, den Ulumulu gucken wir uns mal an. Wo ist denn der? Erstmal ins Tagebuch schauen. Okay, hier steht auch nichts. Ja, das ist immer so geil. Dann gehen wir mal einfach mal wieder zu Xardas. Oder müssen wir zu Urshak? Alles klar, weil wir instanziert sind. Ist hier eine Instanz und deswegen geht das hier nicht. Schön. So, das heißt, wir müssen entweder mit Xardas reden. Wenn das nicht geht, dann zu Urshak. Und wenn der nicht redet, dann müssen wir selber was tun. Aber das ist ja alles in der Nähe vom Ork-Teil. Das heißt, da können wir einfach so rumlaufen. So.
So. Ah, ich höre schon Gorn wieder stolpern. Da kommt er auch. Der Lümmel. So. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Ah, stammt okay. Sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Wie ist... Es kann nicht so lange... Gut, wir haben jetzt einen Tagebucheintrag bekommen, obwohl wir mit dem... Die Hüter des Portals. Einfach mal Kapitel 5, okay. Krass, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es mit Gorn getriggert wird. Dann wir haben jetzt auch einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Alles klar. Ich kann mein Inventar nicht schließen. Und er hält einen Trank in der Hand. Wir sind aber auch schon ziemlich weit gekommen in dieser Folge. Und wir sind auch schon ziemlich weit in der Zeit. Deswegen verabschiede ich mich für diese Folge. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Also bis dahin und ciao.